Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Dienstag, der 2. Mai 2017 um 7.25 Uhr. Es kann sein, dass die Kamera ein bisschen anders steht oder zumindest der Ausschnitt ein anderer ist. Ich habe gestern noch ein wenig an meinen Twitch-Overlays gearbeitet und alles sieht jetzt ein bisschen anders aus. Ein bisschen blauer und da musste ich auch die IRL-Kamera noch mal ein bisschen hin und her bewegen. Und dementsprechend ist der 16:9 Ausschnitt jetzt auch ein bisschen anders als vorher wahrscheinlich. Ich weiß noch nicht genau, ob ich ganz zufrieden bin mit dem Setup, weil oben jetzt so ein Balken ist, der wahrscheinlich über vielen Spielen drüber hängen wird. Das muss man dann im Detail mal sehen. Vielleicht reicht auch nur die Kamera und unten die kleine Einblendung, wer der letzte Follower war. Benjamin sprach mich gestern auch darauf an, womit ich das denn einblende. Unten links, dass die Follower immer so ein- und ausfaden. Er hat ja dieses Laufband. Ich habe das über so einen externen Webanbieter für Overlays gemacht. Jetzt mache ich ja alles selber. Das heißt, da muss ich mal gucken, ob ich das überhaupt noch hinkriege, dass man so einen Fading-ähnlichen Zustand bekommt. Ich weiß es noch nicht. Wir gucken einfach mal. Und ansonsten habe ich gestern nur South Park Stick of Truth gespielt und den Rest des Nachmittags damit verbracht, wie gesagt, an den Overlays zu arbeiten. Ich glaube, 4-5 Stunden habe ich da dran gesessen, nebenbei Jermaine beim Spielen zugehört und irgendwann gegen 20:30 ist, glaube ich, Benjamin dann auch dazu gekommen und die beiden haben ein Spiel gespielt, ein Space-Spiel, wie hieß es denn? Nicht Terraria, sondern die Weltraumvariante davon. Stellaris? Nein, Stellaris ist der wunderschöne Soundtrack. Ich mache mal kurz Steam an. Dort sollte ich es ja haben. New in White. X-Klex, das ist bestimmt Klexi. Und dann müsste ich ja in der Library in Recent das Spiel drin haben. Und es ist nicht Broforce, es ist Starbound. Irgendwie so ein 2D-Pixel-Game, wo man nach rechts und links lang laufen kann und nach unten und ein bisschen nach oben, glaube ich auch. Und irgendwie Rohstoffe abbauen muss und craften muss. Also die Vorstufe sozusagen für Minecraft, für Jermaine. Ja, naja. Und dann haben wir ein bisschen Serien geguckt und dann bin ich ins Bett gegangen. Irgendwann um 11 habe ich, glaube ich, die Augen zugemacht und heute um 6.30 Uhr klingelte dann der Wecker. Jetzt geht's gleich ins Büro, bis 16 Uhr etwa. Und ich wünsche euch jetzt erstmal einen guten Start in die neue Arbeitswoche. Kommt gut durch den Tag und drückt mir die Daumen, dass es jetzt nicht regnet, während ich auf dem Rad sitze und ins Büro fahre. Und ich bin dann heute Abend so ab 17, 18 Uhr in dem Dreh wieder da und werde dann ein wenig streamen. Ja, genau. Also dann erstmal einen schönen Dienstag und bis später oder morgen zum nächsten Vlog. Bis dann, ciao.